Das aktuelle Spiel der Woche, powered by 361 Grad Medien, Webagentur und Marketing aus dem Münsterland. Konzeption, Gestaltung und Realisierung werblicher Maßnahmen vom Internetauftritt bis hin zum Printprodukt. 361 Grad Medien macht ihre Leistung sichtbar, jeden Tag. Und von CKM Kondrink Montagen. Du bist Teamplayer und Handwerker mit Herz? CKM Kondrink Montagen in Vreden sucht genau dich. Melde dich bei uns, wir suchen zu sofort ambitionierte Tischler. Hallo liebe Fußballfreunde, hier die zweite Wochenausgabe des Spiels der Woche. Dieses Mal mit dem Endspiel um den Kreispokal Ahaus Coesfeld vom 18. Mai 2023. Und damit willkommen im Dahlendorf-Stadion in Lechten, dem diesjährigen Austragungsort des Finales des Krombacher Pokals, also dem Kreispokal Ahaus Coesfeld. Das Wetter war spitze und die Zuschauerkulisse ebenso. Beste Voraussetzung also für die Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Grün-Weißen Nordturn und der Spielvereinigung Vreden. Kurz nach dem Anstoß wurde der Platz nochmal ordentlich bewässert. Das brachte auch dem Macher der Spiels der Woche noch vor Spielbeginn eine kleine Dusche ein. Alles für den Dackel, alles für den Club. Die Kameras sind ja zum Glück wasserdicht. Im Vorfeld fand hier auf dem Platz auch das Kreispokalfinale der Frauen statt. Dort sicherten sich die Damen der Spielvereinigung Vreden im Elfmeterschießen den Pokal gegen DJK VfL Billerbeck. Vielleicht ein gutes Omen für die Herren aus Vreden, die hier im Anschluss das Finale bestritten. Hier sehen wir die beiden Trainer beim Shakehand vor dem Spiel. Nottons Roland Westers links und Vredens Engin Javuzaslan rechts. Und da kommen die Teams. Im letzten Jahr konnte sich der Westfalenligist aus Nordhorn mit 2:1 gegen den Oberligisten aus Vreden durchsetzen und den Pokal mit nach Hause nehmen. Deswegen brannte die Elf von Javuzaslan in diesem Jahr natürlich auf Revanche. Die hätte es aber fast nicht gegeben, da Vreden in Runde 2 des Wettbewerbs gegen Aligis Buldern, der sogar lange Zeit in Unterzahl spielen musste, erst im Elfmeterschießen weiterkam. Bemerkenswert bei Vreden, im gesamten Turnierverlauf bekam die Truppe von Engin Javuzaslan nicht einen einzigen Gegentreffer aus dem Spiel heraus. Geleitet wurde die Neuauflage des Finals aus 2022 von Simon Knappe, ihm assistierten die Herren Holger Derbord und Martin Rösbrink. Sowohl für Roland Westers auf Nottoner Seite als auch für Engin Javuzaslan gab es in der Anfangsviertelstunde keine Torabschüsse ihrer Teams zu sehen. Das änderte sich aber in Minute 15. Während Gelb und Blau spielen, Oberligist mit der ersten Chance der Partie. Felix Mensing hier am Ball. Der schaut und legt dann quer zu Leon Kondrink am zweiten Pfosten. Schuss vorbei! Der erste Torschuss der Begegnung, gleich ein Hochkaräter. Leon Kondrink hat hier die Führung auf dem Fuß und vergibt aus rund 5 Metern völlig freistehend. Da kommt die Wiederholung. Junge, Junge, den wollte er schön unter die Latte nageln. Hat nicht funktioniert. Glück für Nottul. Die Antwort des Titelverteidigers aus Nottul folgte unmittelbar danach. Christian Messing legt auf für Felix Heska. Sein Fernschuss geht rund 2 Meter rechts am Tor vorbei. Die 18. Spielminute, Freistoß Vreden, rund 30 Meter Torentfernung, ist Dennis Wipping egal. Der hält hier einfach mal drauf und verfehlt die Kiste denkbar knapp. Hier nochmal in der Wiederholung zu sehen. Roland Westers sah ab der 15. Minute ein flottes Spiel hier in Lechten. Allerdings musste sein Team, oftmals der Elf von Engin Javuzaslan, hinterherlaufen. Der Oberligist aus Vreden hatte hier überwiegend die Pantoffeln an und gab dementsprechend den Ton an. 21. Spielminute, Eckball für die Spielvereinigung. Die Situation schien bereits bereinigt, doch Vreden setzte unmittelbar nach. Balleroberung von Rohat Akçay. Wipping flankt das Spielgerät nochmal hoch vors Tor. Und da haben wir Robin Schulte-Albert. Einmal, zweimal und dann ist er drin. Osten Kötter per Kopf zur Stelle. 1:0 Vreden, 21. Spielminute. Nikolas Osten Kötter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Besorgt hier die Führung für sein Team. Hier kommt der Treffer nochmal in der Wiederholung. Entstehung äußerst interessant. Schulte Albert schießt sich mit dem rechten Fuß ans linke Standbein und dann prallt der Ball in Richtung Tor. Springt vom Pfosten zurück und Schulte Albert buxiert die Kugel geistesgegenwärtig nochmal vors Tor, wo Hinkelmann verpasst und Ostenkötter der Ball praktisch vor die Stirn glatt. Malte Willemsen im Nottuner Kasten, nur Statist bei der Nummer. Ach herrje, die Variante war doch sicher einstudiert. Kannst du dir sonst nicht ausdenken, das Ding. Ein Wahnsinn. Yeah!
Führung im Rücken war der Oberligist weiter spielbestimmt. Minute 24, Mensing auf Schulter-Albert. Jetzt zieht nach innen, Schuss gehalten, Hinkelmann setzt nach und Maximilian Wenning schlägt den Ball schließlich aus der Gefahrenzone. Jene Methode nochmal, die nächste Flippernummer vom Dottelner Kasten, dieses Mal ohne Konsequenzen für das Team von Roland Westers. Wir springen vor in Minute 35. Nottul war hier nicht chancenlos. Peter Stüwe mit der Brust zu Fabian Schöne. Der zurück zu Stüwe. Kilian Heißacker berauscht im letzten Moment heran und gerät Stüwe in höchster Not den Ball vom Fuß. Super gespielt von Grün-Weiß. Und da muss Heißacker all sein Können aufbieten, um Stüwe noch am Abschluss zu hindern. Es war ein faires Tackling, wie wir hier sehen können. Minute. Solo von Mensing für die Spielvereinigung. Mensing, immer noch Mensing. Mensing! Vorbei! Wieder hatte nicht viel gefehlt. Hier die Wiederholung. Starke Solonummer von Felix Mensing, der am Ende das zweite Tor für den Oberligisten nur knapp verfehlte. Viel hatte das Team von Roland Westers im ersten Durchgang nach vorne nicht zeigen können. 5 Minuten vor der Pause kamen sie aber. Wir sehen einen Doppelpass von Josse Gerig mit Fabian Schöne. Und Gerig zieht hier einfach mal ab. Endstation Tom Breuers im Wiener Tor. Noch 2 Minuten im Durchgang 1 zu spielen. Und da versucht sich Robin Schulter-Albert nochmal mit einem Abschluss. Sein Schuss leicht abgefälscht, aber trotzdem sichere Beute für Grün-Weiß-Schlussmann Malte Wimsen. Und es folgt die letzte Aktion der ersten 45 Minuten. Nochmal Eckball Frieden. Dennis Wipping mit der hohen Hereingabe. Kopfball Ostenkötter, Tor! 2:0 für die Spielvereinigung. So einfach kann Fußball manchmal sein. Flanke, Kopfball, Tor. Nikolas Ostenkötter mit dem zweiten Streich am heutigen Tage sorgt für klare Verhältnisse auf dem Platz. Hier der Treffer noch einmal in der Wiederholung. Ostenkötter steht am kurzen Pfosten, läuft dem Ball entgegen und wuchtet ihn dann perfekt mit dem Kopf ins lange Eck. Nichts zu machen für Torsteher Malte Wimsen, über den die Kugel weg hinten ins Tor hineinfällt. War Pause in Lepton, der Favorit also mit 2:0 in Führung und das natürlich nicht unverdient. Die Spielvereinigung auf dem besten Weg, sich für die Finalniederlage aus dem letzten Jahr bei den Grün-Weißen aus Lepton zu revanchieren. Aber noch waren hier 45 Minuten zu spielen und manchmal reicht eine einzige Situation aus, um ein Team im Rückstand wieder zurück ins Spiel zu bringen. Ja, und wohl dem, der hier in der brennenden Sonne einen Kühlwagen parat stehen hat, in dem er kurzerhand mal entschwinden kann. Und damit steigen wir ein in Durchgang 2. Nicht mal eine Minute war da absolviert, als ich Vreden die nächste Torchance herausspielen konnte. Leon Kondrick per Kopf in den Lauf von Ostenkötter. Und der macht hier nicht seinen dritten Treffer. Trifft nämlich nur das Außennetz. Dann war etwas Leerlauf angesagt. In Minute 57 schließlich mal wieder Grün-Weiß mit einer Offensivaktion. Dickens Zog am Ball, sein Schuss geblockt. Die Kugel landet beim eingewechselten Semi Dackler. Und er hält hier außer Distanz einfach mal drauf, knapp vorbei. Am Ende fehlte rund 1 Meter zum möglichen Anschlusstreffer für den Westfalenligisten. Hier in Minute 57. Etwas mehr als eine Stunde gespielt, die Spielvereinigung kam über Ostenkötter. Der wird von Wenning gestellt. Ostenkötter zurück zum eingewechselten Daniel Nieland. Schussversuch, Wilmsen packte zu. In Minute 71, dann der Zweikampf zwischen Vredens Verwoldt und Nottuns Fabian Schöne. Verwoldt siegreich, aber dann mit dem unnötigen Zeitspiel. Den Ball hätte er besser mal liegen gelassen. Für die Aktion gab es die gelbe Karte von Referee Simon Knappe. Vielleicht mal merken für später. Dem Team von Roland Westers lief hier langsam die Zeit davon. Noch 18 Minuten auf der Uhr. Aber Nottul kam jetzt nochmal. Wir sehen einen Freistoß. Semi Dackler bei der Ausführung. Der schlägt den Ball hoch von rein. Kopfball Wenning. Knapp drüber.
Dann waren es noch 14 Minuten hier zu spielen. Mann, Entlastung für den Oberligisten. Langer Ball auf Nieland. Und der scheitert hier aus kurzer Distanz an Nordlungskeeper Malte Wilmsen. Das hätte die endgültige Entscheidung sein können. So weiter 0:2 aus Sicht der Grün-Weißen. Hier die Szene nochmal in der Wiederholung. Starke Parade hier von Nordlungskeeper, der sich hier groß und breit macht und per Fußabwehr abwehren konnte. In Minute 78 ging dann Nordhulns Peter Stüwe ins Dribbling gegen Vredens Bernd Verwoldt. Und der Stüwe, der geht hier zu Boden, knappe entschied auf Freistoß und zückte gelb gegen Vredens heutigen Spielführer. Und der hatte ja schon ein paar Minuten zuvor gelb gesehen und musste deswegen vorzeitig mit gelb-rot vom Platz. Der Oberligist in den verbleibenden 12 Minuten plus Nachspielzeit, also in Unterzahl. Doch die Spielverlängerung machte die Räume hinten dicht und ließ bis zur Nachspielzeit nichts zu. 3 Minuten gab Simon Knappe nochmal oben drauf. Wir sehen nochmal einen Einwurf für Nottul. Und dann im Strafraum ein Kopfball von André Kreuz an die Latte. Es sollte heute einfach nicht sein. Auch diese Chance führte nicht zu einem Torerfolg für den Titelverteidiger. Hier der Lattentreffer von André Kreuz nochmal in der Wiederholung. Nur noch wenige Sekunden zu spielen und das Team von NG Jawuzlaslan blieb auch im 6. Kreispokalspiel der Saison ohne einen Gegentreffer in der regulären Spielzeit. Und dann war es Zeit für den Schlusspfiff und die Feierlichkeiten auf Seiten der Spielvereinigung konnten begonnen werden. Die Oberligist aus Bremen gewinnt also verdient den Kreispokal Ahaus Großwald in der Saison 2022-23. Herzlichen Glückwunsch! Doppelsieg also für Bremen, nachdem ja auch die Damen bereits zuvor den Kreispokal gewannen. Zogen die Herren also wenig später nach. Was für ein Triumph! Mit 2:0 glückt der Spielvereinigung also die Revanche für die Finalniederlage aus dem Vorjahr gegen Grün-Weiß Nottul. Und wie heißt das Team aus Bremen auf diesen Pokaltriumph war, zeigt wohl die Reaktion von Keeper Tom Breuers beim Abpfiff. Roland Westers gratulierte Engin Jawuzlaslan als erster zum verdienten Titelgewinn. Und für uns stand Nottuls Dickens Stoker nach dem Spiel Rede und Antwort. Ja, Dickens Stoker hier, heute 0:2 verloren im Finale. Woran lag's? Was meinst du? Ja, woran lag's? Ne? Ich glaube, in der ersten Halbzeit kriegst du irgendwie zwei so Gegentore, die du irgendwie anders verteidigen kannst. Und das erste ist halt irgendwie so Ping-Pong, dann landet er bei Freden und dann ist es halt das 1:0. Und rennst du hinterher und kurz vor der Halbzeit, wo du eigentlich wieder besser im Spiel bist, ja, kriegst du am Start ein Gegentor, ist irgendwie immer ärgerlich und dann sind die Köpfe erstmal unten. Da haben wir uns in der zweiten Halbzeit umgestellt, dann lief es auch besser. Aber so richtig zwingende Chancen haben wir uns nicht erspielt, also bis zum 16. eigentlich ganz gut und danach, ja. Muss man einfach sagen, hat es ein bisschen gefehlt vorne und da geht der Sieg für die Entrenn. Ihr habt über die 90 Minuten nie so ganz die Torgefahr entwickelt, ne? Vor der, kurz vor Schluss, glaube ich, nochmal ein Lattentreffer, ne? Aber ja, ansonsten ja. Ja, fehlte so die Durchschlagskraft, ne? Ja, also muss man sagen, Freda ist auch gut verteidigt hinten. Ich glaube, ein bisschen Glück machst du in der ersten Halbzeit noch ein Tor, wo Josse einmal aus 20 Metern schießt und Peter im 6 nochmal abgerätscht wird. Ein bisschen Glück, ne? Wenn das auf deiner Seite ist, steht es dann 1:1, dann gehst du in der Halbzeit. Aber so, ja, fehlt es am Ende einfach vorne ein bisschen. Wie fällt trotz der Niederlage heute dein Fazit aus zur Saison? Sind ja noch 2 Spieltage, aber... Ja, also man hat schon so ein Stück weit darauf hingefiebert. Vor allem, weil es ja zum Ende nicht mehr so viel ging bei uns in der Liga. Und ich denke halt schon, dass wir aufgrund der Hinrunde doch schon viele Punkte geholt haben, eine ordentliche Saison gespielt haben. Zu Ende hin war ein bisschen die Luft raus, aber ich denke, wir können trotzdem auf eine gute Saison zurückblicken. Alles klar, danke dir. Danke auch. Hier hören wir Vredens scheidenden Kapitän Niklas Nius im Kreis seiner Mannschaft. Ich saß leider außen, aber ich sag euch eins, hochverdient. Natürlich hat nicht mal 2-3 Minuten, aber scheiß drauf. Ist einfach geil, das Ding jetzt endlich geholt zu haben. Ist auch viel geiler als irgendwie gegen scheiß Aligisten oder sonst was. Ich noch nicht, kenne die ganze Kacke schon. Den Bonk haben wir genommen. Danke, dass ich noch reinkommen durfte, dass es doch so klar gestaltet hat. Und jetzt lassen wir es krachen. Ja, ja!
gefeiert wurde der Titelgewinn natürlich auch mit den eigenen Fans. Den Pokal nahm schließlich Niklas Nios entgegen, der ja in der kommenden Saison gemeinsam mit Jan Sondermann das Trainerteam beim aktuellen Landesligisten FC Epe bilden wird. Und zum Abschluss hören wir nun Vredenscoach Engin Yavuzaslan. Ja, wie habe ich das Spiel gesehen? Erstmal glaube ich schon, dass der Sieg absolut hoch verdient war. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch absolut unser Matchplan, das Spiel hier zu dominieren von der ersten Minute an. Ja, man hat immer von so einer Wiedergutmachung geredet, aber das war es eigentlich gar nicht. Wir wollten den Pott eigentlich unbedingt wiederholen, weil das war einfach eine gewisse Nervosität. Ich glaube, die meine Spieler eigentlich so nicht kannten. Und von daher, wie gesagt, wollten wir den Sieg mit aller Macht. Und ich glaube, es gibt gerade zwei Meinungen, dass der Sieg auch absolut in Ordnung ausgeht. Das ein oder andere Ding hätten wir noch cleverer ausspielen können. Aber wie gesagt, wenn man natürlich in der gesamten Saison solche Körner gelassen hat, wie wir es gelassen haben, kann ich einfach nur stolz auf die Mannschaft sein, das, was sie die gesamte Saison abzieht. Und natürlich mit dem Pokal die absolute Krönung. Das stand als allererstes auf der Agenda, den Pokal zu holen dieses Jahr. Und wie gesagt, ich danke auch dem Fußballgott, dass er das auch ermöglicht hat, Nottul noch mal im Finale zu haben. Ich glaube, das hätte mich echt ins Grab mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher bin ich echt froh. Danke auch an Nottul, dass wir es bis ins Finale geschafft haben. Und deswegen, jetzt haben wir den Pott und der gehört auch dahin, wo der hingehört, nach Vreden. Ja, eure Frauen haben auch gewonnen. Gibt eine gute Party heute Abend, oder? Ja, mega, 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 muss man echt sagen. Vor allem Schippi Wessler arbeitet wirklich brutal akribisch, muss ich echt sagen. Und ich sehe das ja immer am Platz, wie fleißig die Mädels sind und Schippi. Und von daher freut es mich natürlich auf so einen Doppelsieg. Ja, grandios. Ich glaube, vielleicht könnte es mal heute ein paar Paare geben, glaube ich, ne, oder? Mal gucken, oder? Mal gucken. Aber natürlich, umso schöner ist es natürlich. Klar, absolut. Danke dir. Danke auch. Und hier haben wir die Kreispokal-Heldinnen und Helden der Spielvereinigung Vreden nochmal gemeinsam beim Abschlussfoto. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wer möchte, darf gerne ein Abo auf meinem Kanal da lassen und auch gerne ein Like setzen. Darüber würde ich mich selbstverständlich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Timo Wermeling. Das aktuelle Spiel der Woche, powered by 361 Grad Medien, Webagentur und Marketing aus dem Münsterland. Konzeption, Gestaltung und Realisierung werblicher Maßnahmen vom Internetauftritt bis hin zum Printprodukt. 361 Grad Medien macht ihre Leistung sichtbar, jeden Tag. Und von CKM Kondrink Montagen. Du bist Teamplayer und Handwerker mit Herz? CKM Kondrink Montagen in Vreden sucht genau dich. Melde dich bei uns. Wir suchen zu sofort ambitionierte Tischler.